Massimo Sinato und Rebecca Mir legen großen Wert auf die Privatsphäre ihres Sohnes, und so gibt es auch nur wenige Fotos von ihm. Eine neue Aufnahme des bald zweijährigen Jungen ließ die Fans nun förmlich ausflippen. Massimo Sinato und Rebecca Mir, seltenes Foto von ihrem Sohn. Massimo Sinato, 42, und Rebecca Mir, 31, sind wohl das Traumpaar von Let's Dance. 2012 lernten die beiden sich bei der Show kennen. Tanzten sich auf den zweiten Platz und verliebten sich schließlich ineinander. Nach ihrer Hochzeit krönte ihr gemeinsamer Sohn, der im April 2021 das Licht der Welt erblickt hat, schließlich ihre Liebe. Der bald Zweijährige ist natürlich der ganze Stolz von Massimo und Rebecca und deshalb schützen die beiden ihn auch so gut es geht. Weder sein Name ist bekannt noch zeigen das Model und der Profitänzer das Gesicht ihres Sprosses in der Öffentlichkeit. Ein paar Fotos von ihm posten die stolzen Eltern aber doch, so auch jetzt. Während Massimo derzeit mit Sally Özcan, 34, bei Let's Dance um den Sieg tanzt, ging es für Rebecca vor ein paar Tagen aus beruflichen Gründen nach Miami. Natürlich ist auch ihr kleiner Sohnemann mit dabei, der sich in Rebeccas Freizeit über den einen oder anderen Spaziergang an der Ostküste Amerikas freuen darf. Auf Instagram veröffentlichte die ehemalige GNTM-Finalistin ein Foto vom Miami Beach, auf dem sie ihren Spross trägt. Fans sind total begeistert. Das Gesicht des Jungen ist wie gewohnt nicht auf dem Foto zu erkennen. Und doch lässt die Aufnahme ein wenig erahnen, wie er aussieht. Und zwar genau wie Papa Massimo, finden die Fans. So heißt es in den Kommentaren unter anderem: Papas Locken? Ich wusste, dass sich die krausen Haare von Massi durchsetzen. Tatsächlich zeigt der Schatten im Sand deutlich, dass Massimos und Rebeccas Spross bereits eine ziemliche Mähne hat, wie sein Papa eben. Dieser scheint es kaum abwarten zu können, seine Lieben wieder bei sich zu haben. Ich vermisse meine Babes, kommentierte der 42-Jährige das Foto seiner Frau.